Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atlas. Und ihr seht hier gerade die Leiche von Kimi. Toll. Es gab da einen Unfall mit einem Bären. Ja, wir sind immer noch auf der Heimatinsel, auf der Stadtinsel. Kimi hat sich mittlerweile eine weitere Katze hinzu organisiert. Wir haben jetzt 3 Katzen. Eine ist bei mir auf der Schulter. Und wir haben ein bisschen geskillt. Also, alles, was wir gemacht haben, ist eigentlich nur Sachen eingesammelt. Und sieht im Moment so aus, dass ich Level 11 bin. Kimi ist Level 12. Ich bin hier mittlerweile, habe hier meine Bögen wieder freigeschaltet. Habe auch Kimi eingebaut. Dann haben wir hier oben Construction, also alles, was mit Konstruktion zu tun hat, freigeschaltet. Und dann bin ich hier die Basics runtergegangen bis zur Marine. Und dadurch können wir jetzt, also nicht nur einen Bogen bauen, sondern tatsächlich auch Schiffe bauen, wenn wir soweit wären. Und im Moment fahren wir gerade so ein bisschen die Level, damit ich hier wenigstens einen Schoner bauen kann. Ja, das ist wichtig. Weil am Anfang kann man tatsächlich nur eine Sloop bauen und eine Sloop ist echt klein. Das reicht für eine Person, ohne Probleme. Aber da kriegst du halt nichts drauf. Kannst dich unter Deck zum Beispiel auch nicht bewegen und so weiter. Das ist also ein bisschen nervig. Deswegen, Minimum ist bei uns ein Schoner. Und das wird dann wahrscheinlich erstmal mit Medium-Segeln ausgestattet. Man kann natürlich auch hier auf die größeren Segel weiter unten gehen. Aber darauf verzichten wir. Also, wir werden erstmal einen Schoner bauen mit Medium-Segel. Und dann irgendwann später kommt dann das Größere, eine Brigantine oder so mit großen Segeln. Das wird schon. So. Aber Schoner ist erstmal Ziel, weil da passen Tiere drauf. Jede Menge sogar. Und ja, die sind hier das A und O in diesem Spiel. Das heißt, Kimi wird die Tiere zähmen. Und wir kurven sie dann nach Hause. Apropos nach Hause, wir haben noch kein Zuhause. Und Kimi kommt doch hier bestimmt bald, ne? Ja. Ich sag dich mal, ne? Ja. Okay. Kam ein bisschen Haut bei rum. Grill wenigstens das Fleisch gleich. Ja, wir grillen das Fleisch. Ja, wir müssen ja hier die Nacht immer ein bisschen warten, weil wir haben ja nur wenig Licht. Und deswegen haben wir die Nacht jetzt hier irgendwo am Strand verbracht und haben ein paar Bären gejagt, zumindest einen. Der hat sich einmal umgedreht und hat dann Kimi weggehauen und naja, Dinge passieren. Mhm. So, oh, was hast du mir denn? Oh, Mutti hat einen Käfer gefangen. So, geh dich mal wieder an. Mach schnell, schauen auch jüngere Leute zu. So, und wenn das Fleisch hier durchgebraten ist, dann können wir eigentlich uns mal auf die Suche nach einer Insel machen, wo wir uns niederlassen werden. Wichtige Kriterien für die Insel, es dürfen keine Spinnen drauf sein. Es sollte Metall drauf sein, das ist wichtig. Und eventuell, wenn wir Glück haben, auch Bären oder Elefanten oder Nashörner, eins von denen. Das wären so die 3 Kriterien, die wir für eine Insel haben. Alles andere ist Bonus. Weil die anderen Rohstoffe wie Stein und Feuerstein, Holz und Stroh und Fasern gibt es auf jeder Insel. Auf jeder Insel findet man das. Metall findet man auch auf jeder Insel, allerdings oftmals halt im Stein drin, ne, wie hier. Das kann man zum Beispiel nicht mit Viechern abbauen, da muss man immer mit Spitzhacke ran. Apropos Spitzhacke, ich repariere die mal. So. Oh, jetzt geht mir mal wieder Fasern. Ich gehe mal kurz Fasern sammeln. Hier sind Fasern. Hier auf unserer Insel so aus. Auf anderen Inseln sehen sie halt anders aus. So, man kann auch skillen, dass man jedes Mal, wenn man hier reingrapscht, ein bisschen mehr kriegt, aber Bären mitnehmen. Oh. Und mehr Fasern. Fasern sind wichtig.
Man sieht, ne, es dauert echt lange, dass man hier ein bisschen sammeln. Ich habe später die Möglichkeit, sich noch eine Sense zu bauen. Dadurch geht es dann sehr viel schneller. Und dann kann man auch noch skillen, dass man sehr viel mehr beim Einsatz von Werkzeug hier rauskriegt. Da geht es dann per Hand eigentlich auch relativ fix. Nur zum Beispiel eine Galeone möchte ich damit nicht bauen. Dann reparieren wir mal meine Axt. Weiler haben wir noch ein bisschen. So, alles repariert. Sind ein bisschen überladen. Mit am Stein liegen. Die wir hier dabei haben. Okay, das Feuer ist aus. Hast du alles mitgenommen, was drin war? Ja, aber das ganze Holz kann ich nicht tragen. Gib mir noch ein bisschen. Hier. Okay. Wenn wir unterwegs noch irgendwelche Viecher finden, können wir die nochmal piesacken. Aber bitte keinen Bären mehr, sonst wird einer wieder von uns gefressen. Ja, ich bin nämlich immer noch überladen. Ich kann nicht wegrennen. Das wäre schlecht. Schön zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der hier umfällt. Schmeißt doch ein bisschen Feuerstein raus. Habe ich keine mehr schon weggeschmissen. Ich habe das ganze Zeug für das Schiff hier im Inventar, um das zu kaufen. Dann kannst du ja gleich. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man hier von der ersten Insel wegkommt. Entweder man baut sich eine kleine Werft, oder man wird abgeholt, ne? Das wäre Möglichkeit 3. Oder aber man geht hier zum Händler und holt sich erstmal ein kleines Schiff. Da braucht man es nicht selber bauen. Ich hoffe, jetzt Platz für alle unsere Viecher. Oh, Level up. Wir waren gefangen. Bin mir schon alt, die ist jetzt schon Level 13. Ich bin gerade mal Level 11. Und wir sind schon, wie lange? 20 Jahre alt. Halt noch Grünschnäbel. Keine Ahnung, was wir hier tun. So, hier vorne ist wieder dieses gelbe Schwein, aber das kriegen wir nicht tot. Noch nicht. Vor allem nicht, wenn wir überladen sind. So könnte man das vielleicht sogar versuchen. Es würde instant Level geben. Gerade die Alpha-Viecher bis Level 30 oder so kriegt man dadurch auf jeden Fall ein Level. Aber, oh, die sind echt übel manchmal. Manchmal hat man Glück, das ist ein Huhn. Kriegt nicht zurück. Aber oftmals ist es sowas Größeres. Ein Alpha-Elefant zum Beispiel sollte man nicht anfassen. Das geht ganz schnell nach hinten los. Nach oben und nach links und nach rechts und überall. So, wo gibt's denn hier so einen Händler? Der ist rechts am Steg. So, ja. Muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, noch niemals ein Schiff gekauft. Das ist, schätze mal, der da vorne am Steg. Was verkauft der hier? Ich schätze mal Crew. Ach nee, er bringt uns irgendwo anders hin. Der Fährmann. Den habe ich auch noch nie verwendet. Ah, okay. Er verkauft uns eine Sloop. Das ist okay. Damit kann man arbeiten. Man kann hier auch ein kleines Raft kaufen. Also so ein, was ist das? Ein Floß. Das erste Boot würde ich nicht empfehlen, weil da passt A nichts rein und B, man muss es selber rudern. Sehr unangenehm. Magst du es kaufen? Dann gebe ich dir, was fehlt. Ja. Schmeiß einfach alles hin. Bin eh überladen. Oh Gott, jetzt bin ich wirklich über. Naja, ich habe es jetzt nicht extra noch aus
ausgezählt. So, wie nennen wir denn das Schiff? Kimi, denk dir den Namen aus. Oh nein, ich bin da nicht gut drin. Nehm irgendwas. Keine Ahnung. Hab ich. Gut. Mist, das passt nicht hin. Naja, das Ding soll eh nicht lange halten. So. Ich bin ein bisschen überladen. Gehen wir trotzdem aufs Schiff. Wir können das Schiff auch nicht umbenennen. Das wird sowieso nicht lange existieren. Das sage ich gleich. Das werden wir demnächst versenken wieder. Können wir eine Truhe bauen? Ja. Ich baue eine Truhe. Ich baue eine zweite Truhe. Ich könnte jetzt auch die größeren bauen, aber das Ding eh versinken. So. Weiß noch mal hier den ganzen Kram rein, den wir nicht brauchen. Das ganze Hautzeug, Öl, alles was aus Käfern rauskommt, Samen. Das Essen lassen wir erstmal bei uns am Körper. Und dann würde ich sagen, auf nach Osten, oder? Ja, gucken wir mal, was es Schönes gibt. Nimmst du den Vorderer? So. Okay. Und da sind wir auch schon unterwegs mit unserem ersten Schiffchen. Und das wird sowas von versenktes. Nein. Wir bauen einfach mal ein neues. Ja, weil hier können wir nichts aufbauen und so weiter. Hier kommt man nicht unten an. Aber für den Anfang soll es erstmal reichen. Und wir müssen jetzt eigentlich die Segel umstellen. Kann man auch per Befehl machen. Da kann man auch noch Leute anheuern, die das für einen machen. Das ist sehr angenehm. So, und wir gehen nach Osten. Osten ist wo? Osten ist rechts von uns. So, die Karre ist jetzt nicht die schnellste, reicht aber aus. So, oben rechts sehen wir, woher der Wind kommt und ob unsere Segel das einfangen. Der Wind muss quasi immer eingefangen werden in diese Halbkreise. Und im Moment kommt er genau frontal, das ist natürlich sehr ungünstig. Muss man eigentlich mal das Segel drehen. Oh, das Segel dreht sich jetzt alleine, wenn ich es eingestellt habe. Das ist sehr angenehm, wenn man mal alleine unterwegs ist. Ja, der Wind ist gerade sehr blöd für uns. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen kreuzen. Einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Und dann an der Insel vorbei. Aber das finde ich hier das Schöne an Ark. An Ark, sag ich schon. An Atlas. Man hat halt diese Schiffe und hat damit quasi grenzenlose Freiheit. Auch wenn es jetzt nicht so viel zu entdecken gibt. Macht es trotzdem immer der Spaß, loszuziehen. Oh, kreuzen. Segel wieder. Und wir fahren im Moment nach Nordwesten. Da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen eigentlich nach Osten. Osten wäre da rechts. So, unser Schiff ist aufgelevelt. Das ist jetzt erstmal Wumpe. Aber wie gesagt, das versenken wir sowieso. So, wir können jetzt hier extra Beds zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel kein Bett auf dem Schiff. Kannst du ein Bett bauen? Ja, bestimmt. Wäre gut, dass wir hier... Das sollte man nie vergessen, ein Bett auf dem Schiff zu bauen. Falls wir hier drauf gehen, dass wir hier auch wieder spawnen können.
Du müsstest zwei Betten stellen können. Und ich denke, der Rest geht erstmal. Willst du Guck mal. zwei, ja? Sind wir nach Osten? Magst du hier hin, hier so mittig eins und hinter Ja. dir eins, oder? Ja. Wobei hier vorne. Auch einfach, wo gerade Platz ist. Wow, wenn ich hier so schaukeln würde. Ja. Okay, Groß Ost. So, wir wissen selber noch nicht, was wir hier alles entdecken. Ne? Wir haben keine Ahnung, was hier noch in dem Sektor ist, aber wir wissen das von Haus aus. Hier in dem Sektor ist nicht allzu viel zu finden. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal nach Osten fahren und gucken, wie weit wir kommen, was wir da so finden. So, beide Segel sind windgedreht. Es gibt übrigens drei Arten von Segeln auf jedem Schiff und es gibt drei Größen von Segeln. Klein, mittel, groß. Und dann gibt es mal drei Arten, und zwar einmal die Segel, ne, für Geschwindigkeit. Die fangen aber relativ wenig Wind ein. Das heißt, wenn der Wind genau frontal kommt, muss man gegen den Wind kreuzen, also mal nach rechts, links und zickzack. Dann gibt es die Gewichtsegel, die funktionieren eigentlich genauso, nur dass sie halt noch ein bisschen mehr Gewicht zulassen und ein bisschen langsamer sind. Und dann gibt es noch die Handling-Segel, und diese Handling-Segel, die fangen sehr viel mehr Wind ein, können auch gegen den Wind genutzt werden, sind aber dafür langsamer als zum Beispiel die Spitze. So, dank dem Patch kann man die Handling-Segel tatsächlich auch wieder benutzen. Früher war es so, dass die absolut am langsamsten waren. So, ich bin aufgestiegen. Ich Level 12. Ich gehe immer noch auf Fortitude. Und jetzt können wir Intermediate Shipwright. Das heißt, wir können jetzt Schoner bauen. Und dann gibt es hier noch einen Dinghy Dock, aber das braucht man nicht. Gunports wären sinnvoll, allerdings nicht um Schoner. Ja, wir werden sowieso alles skillen müssen hier, bis wir irgendwann auf die großen Segel kommen. Weil die großen Segel sind das, was man will. Ja, ab, okay, vielleicht nicht auf dem Schoner, aber alles danach. Brigantine braucht große Segel. Sonst schleicht man nur noch dahin. Aber für den Anfang reicht es erstmal. Und die restlichen drei Punkte hebe ich mir erstmal auf. Mal gucken, was wir damit machen. So, wir sind immer noch ungefähr Kurs Richtung Osten. Das ist okay. Es kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir irgendwo sind, weil der Wind kommt natürlich genau aus Nordosten. Und dementsprechend laufen wir gerade hart am Wind, und das ist nicht so schön. Also sind wir relativ lang. Mit unseren kleinen Segeln hier. So, das Schiff ist aufgestiegen. Man nämlich nicht das Bett, sondern auch nicht den Schaden brauchen wir nicht. Extra Crew brauchen wir alles nicht. Alles, was wir müssen, ist hier Gewicht oder eben Sturdiness. Also wie viel das Schiff aushält. Resistance zum Beispiel nur gegen Schaden gut, falls wir beschossen werden. Das passiert relativ häufig. Aber wir werden erstmal Gewicht nehmen. So. Wie gesagt, das Schiff versenken wir dann eh. Bauen uns ein größeres. Für den Anfang soll es also erstmal reichen. Oh nein, ich bin nicht gut darin. Hat leider nicht ganz auf den Zettel gepasst. So, rechts von uns ist eine Insel, links von uns ist eine Insel. Und das hier links, was man hier so ein bisschen am Horizont sieht, zwischen den Segeln gerade, das ist ein Wrack. Da kann man später tauchen gehen. Interessanterweise, wenn wir nach Süden fahren würden, ich weiß gar nicht, ob die Server hier unten offen sind, werden wir noch sehen. Da haben wir dann ein paar Problemchen, wenn die Server nicht offen sind, weil dann kommt man hier nämlich nicht durch. Wir werden sehen. So, erstmal erkunden wir hier noch ein bisschen was. Das ist ganz cool, dass hier alles noch nicht erkundet ist. Sehen, was wir alles so finden.
So, da sind wir wieder. Ihr seht, unser Boot hat sich ein bisschen verändert. Das liegt daran, dass wir gerade ein bisschen auf See waren, haben eine andere Insel entdeckt. Das ist auch wieder so eine Neulingsinsel gewesen. Und wir haben uns zwei Typis gekauft. Und diese beiden Typis hier, die haben wir mit Gold bezahlt, das wir aus dem Meer gefischt haben. Unter anderem mit einer Kiste wie dieser. Und die machen wir jetzt mal ganz kurz auf. Das hat folgenden Grund. Ich kann das Schiff jetzt komplett alleine steuern. Na, jeder von denen bedient jetzt ein Segel. Ich mies jetzt ausguck. Und indem ich die Shift-Taste drücke, kann ich jetzt die Segel mit drehen, ohne dass ich das Ruder verlassen muss. Das ist sehr angenehm. So. Und wie man am Anfang an Gold kommt, sieht man hier. Das ist nicht der beste Weg, es ist aber der einfachste Weg für einen Anfänger. So, und da drüben hinter uns, da waren gerade eben Schiffe. Das sind böse Schiffe. Die greifen einen auch sofort an, wenn sie einen sehen. Das ist nervig. Und wir sind immer noch im ersten Sektor. Das heißt, wir haben noch nichts verpasst. So. Gehen wir mal gucken, was da so drin ist. Echt jetzt? Du sitzt da in deinem Stuhl? Ja, natürlich. So, in den Kisten ist immer ein bisschen Nahrung drin. Kommt man mit. Bisschen Gold, ein Bauplan, den braucht man jetzt aber nicht unbedingt. Das ist so ein Bauplan, da haben die meistens ein bisschen mehr Struktur und halten länger, aber... Und hier sind noch Notenblätter drin. Notenblätter lasse ich hier drin, weil das ist Quatsch. Die braucht man tatsächlich gar nicht. Man kann theoretisch hier Musik spielen. Aber auch nur, indem man entweder sehr fingerfertig ist und dann bringt das nichts, dann macht das ein bisschen schlimmer. Oder aber, wenn man diese Notenblätter genau spielt mit so einem Minispiel, dann kann man einen Buff kriegen für mehrere Minuten. Was okay ist, allerdings in der Hitze der Schlacht ja. Deswegen dafür Punkte auszugeben. So, wir gucken uns jetzt aber erstmal im Süden um, ob wir hier überhaupt nach Süden kommen. Wenn ja, ist es ein kurzer Weg in Richtung Norden. Ne, man könnte theoretisch, ich weiß nicht, ob die Server hier unten gerade aktiv sind, von Norden, von Süden nach Norden kommen. Ne, ist ja rund dann quasi. Kann man einmal um die Welt segeln. Das wollen wir gerade rausfinden. Und im Moment sieht es gut aus. So, wir sehen hier auf der Karte, wie wir nach und nach das Gebiet aufklären. Und ja, jede Insel, die man sieht, sollte man auch wenigstens einmal betreten, außer die Anfängerinseln im gleichen Sektor, die sind bekannt. Aber alle anderen, also in jedem anderen Sektor sollte man betreten, denn die geben uns tatsächlich Punkte für Level. Das heißt, wir können im Moment maximal Level 51 werden, steht hier. Je mehr Inseln wir gesehen haben, desto höher wird das Max-Level, was wir erreichen können. Maximal Level 51 ist echt nicht viel. So, die Seefahrten dauern hier etwas ewig. Daran muss man sich gewöhnen, vor allem mit so einem langsamen Schiff, wie wir haben. Wenn der Wind jetzt gut stehen würde, wäre es besser. Aber er kommt natürlich genau von da, wo wir hinwollen. Das ist immer so. Und euch fällt vielleicht der Name auf von der guten Charlotte. Die bärtige Charlotte 9C. Das heißt, sie hat nur noch 9 Zehen und hat einen Bart. Bei ihm passt es ein bisschen. Das ist Alex Black. Auch bärtig. Aber sie hier ist echt fantastisch. Weil ich sehe keinen Bart. Wer weiß, was damit gemeint ist. Ich bin aufgestiegen. Das ist gut. Fortitude. Und was nehmen wir jetzt? Schiffbau. Wir können ja jetzt die Shona bauen. Das heißt, ich brauche noch einen Punkt, um Artillerie dazu nehmen. Das heißt, wir nehmen erstmal die Gunport. Nehmen wir mit. Large Gunports brauchen wir erstmal nicht. Will dieses Segel hier haben. Das heißt jetzt noch 5 Punkte. Dann können wir tatsächlich das große Segel erforschen, was ziemlich cool ist. Und dann unser nächstes Schiff auch ordentlich betakeln. So, rechts von uns sind wieder Wrackteile, die nehmen wir mit. Hol du die mal raus. Ich meine, die Crew, was hast du gemacht? Du hast die Katze abgestellt, ne? Yep. Dann sind wir wieder auf, sonst sinken wir. Achso, oh. Dann kann ich nicht ins Wasser gehen. Doch, kannst du. Du sollst ja nicht tauchen, du sitzt im Schwimmen. Arme Katze. Ich hab da aber Talent drin.
Die wird nicht unter. Die kann durchaus ein bisschen Luft anhalten, das geht. So weit ist es nicht. Ich bin nicht sicher, ob das da hinten high war. Vielleicht solltest du dich beeilen. Das hier links sind auf jeden Fall Delfine. Aber da hinten rechts war ein Hai, glaube ich. Huch, der ist über unser Boot drüber geschwungen. Das ist ja cool. So, war ein bisschen Gold drin? Jo, 8 Gold. Dann verteilt das mal an die beiden Typis. So. Die Crew kriegt man übrigens auf zwei Arten. Entweder man fischt sie aus dem Wasser, nachdem man hier so eine gegnerischen NPC-Schiffe vernichtet hat. Oder aber man fährt zu einem Freeport, wie hier auf B6, wo wir gerade herkommen, und kann sie dort kaufen für 5 Gold. Man braucht aber auch ein bisschen Gold dabei, weil die wollen bezahlt werden. Einmal alle 5 Stunden, 1 Gold. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die haben es im Inventar, dann freuen sie sich. Oder man hat so eine Crew-Kiste, also eine Ressourcenkiste. Und da bedienen die sich dann. Das werden unsere späteren Schiffe auch alle haben. Aber das hier nicht. Wie gesagt, das hier wird noch versenkt. Wahrscheinlich noch im Laufe der nächsten Folge. Keine Ahnung. Erstmal muss man ein ordentliches Zuhause finden. So, da sind wir schon. Mal gucken, ob wir hier jetzt abprallen oder ob wir weitergeleitet werden. Ding. Okay, so viel dazu. Das heißt, wir werden jetzt immer durch die Mitte fahren müssen, beziehungsweise außenrum. Oh Gottes Willen, das wird nervig. Oh. So, aber von hier aus geht's jetzt nach Nordosten, ab in den nächsten Sektor und da werden wir hoffentlich eine neue Insel finden mit irgendwas Schönem drauf. Wenn irgendwas Schönes drauf ist, werden wir da vielleicht unser Lager flanken. Vielleicht aber auch nicht. Das entscheiden wir dann spontan. Ich bin mal gespannt, was wir hier finden. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Bogen haben wir ja zur Selbstverteidigung. Hier gibt es auf jeden Fall Elefanten. Ein Kriterium wäre auf jeden Fall schon mal erfüllt. Ne? Eine große Tierart. Giraffen, Elefanten oder Bären. Bären würden wir allerdings auch auf unserer Startinsel finden. Ist jetzt aufgestiegen. Gucken wir uns noch mal um, würde ich sagen. Katze kannst du hier lassen. So, was haben wir denn hier? E62 haben wir gefunden. Das ist sehr episch. Aber es bedeutet auch, dass wir jetzt nicht mehr maximal Level 51, doch immer noch maximal Level 51. Na gut, wir müssen noch ein paar Punkte machen. Okay, also hier gibt es Elefanten. Mal gut zu wissen. Der Kimi trägt das gerade ein. Gibt es aber auch Schlangen. Ein exzellenter Schuppenlieferant. Okay, also ich sag mal so, bisher habe ich noch nichts gefunden, was ansatzweise toll wäre. Fasern. Mehr Fasern. Okay. Deine bunten Steine hier sind nur Blödsinn. Limestone und Radioleiter. Antro. Hab ich auch noch nie gehört.
Also wie alle tropischen Inseln, wenn die hier kein Metall haben. Warum? Aber tropische Inseln haben selten Metall. Noch ein Level auf. Metall erkennt man meistens an sehr farbigen Steinen. Kobalt könnte es hier. Wenn überhaupt. Chemie und. Schlangen. Also hier gibt es schon mal Schlangen und Elefanten. Wäre jetzt nicht so spannend. Naja. Kelderit gibt es hier, was ist das? Nee, das ist Kristall. Nehmen wir ein bisschen mit. Kristall kann man immer gebrauchen. Ja, das Kristall. Blanke Steine oder dazwischen drin? Frage, das war so ein brauner, so ein dunkelbrauner. Also ein reiner Stein, nur mit Kristall. Genau, nur mit Kristall. Okay. Wir schreiben uns das nämlich mal auf, dann haben wir immer so eine kleine Karte, wo wir reingucken können. Aber auf der Insel hier gibt es nicht viel. Immer auf die andere. Aber wenigstens gibt es hier Elefanten. Ne? Wobei ich sag mal so, im Server sind Elefanten keine Mangelware. So ein Jackpot ist eine Insel mit Metall und Bären oder eine Metall und Rhinos. Was halt. So, ich schwimme mal rüber. Gucken, was wir da so finden. Vielleicht finden wir auch Löwen oder sowas. Was für uns ungesund wäre, aber es wäre ganz cool. Ich sehe da hinten schon mal ein Krokodil. Damit können wir überhaupt nichts anfangen. Krokodile sind nur da. Ich wollte es gerade abbauen, aber das war wieder etwas, was aus dem Elefanten rausgefallen ist. So, dann lege ich mich mal mit dem Krokodil an. Links gibt es auch Skorpione. Also hier ist Kobalt, aber bis jetzt bloß ein Steinchen gesehen. Immerhin. Okay, ich habe das Krokodil besiegt. An Land sind die echt einfach zu. Vor allem mit Fernkampfwaffen. Und da kommt immer jede Menge Fleisch raus und dann jeder. Noch gutes Fleisch, sehr gut. Aber über 30 Leder schon, das ist gut. Über 40 Leder. Das hat sich gelohnt. Bin überladen. Ja, das können wir eh nicht alles mit aufs Schiff nehmen. Ne? Nee. Wie sahen. Oh, ich habe mein Äffchen. Wie sahen das Kobalt aus? Dunkler, einzelner, kleiner Stein. Ah, ja, doch, hier ist noch ein kleiner. Bist denn du?
bisher noch keinen Kobalt gefunden. Muss also irgendwo in der Nähe der Steine oder der Berge sein. Es liegt hier so rum, einfach auf der Wiese. Also ja, in der Nähe von anderen Felsen. So viel gibt's hier nicht. Gibt auf jeden Fall einen Alpha-Elefanten hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, dieses Kristallzeug. Ach nee. Das ist Feuerstein. Da gibt es vereinzelt Feuersteine. Weiß nicht, Kohle wäre mir lieber gewesen. Lila Blümchen, schon wieder dieses Lantro. Ja, nachher einfach mal in die Hand, dann kannst du mir sagen, was das ist. Okay. Spiel mit dem deutschen Client, aber diese fehlenden Buchstaben fand ich ganz genau. Hier ist noch ein Kobalt. Ganz gut. Aufgestiegen ist, dass wir können ein bisschen in Bodytube noch setzen. Oh, Modell war schwierig. Und das bedeutet, wir können jetzt auch auf die großen Segel nicht. Weil dafür brauchen wir Punkte. So, Large. So. Ein, zwei Level und wir. Da! Ich kriege übrigens auch XP, wenn man auf Viecher draufhaut und tötet. Gott, wie viele Pfeile braucht denn der? Ich bin aufgestiegen. Du bist gestorben beim Krokodil. Okay, warum? Was mich tot gemacht hat. Das war sehr stabil und beweglich. Meins läuft gerade weg. Schön. So, das ist tot. Jetzt haben wir nur noch 20 Pfeile. Wir kriegen. Und es wird duster. Fackel an. Yep. Okay, viele haben wir nicht wieder bekommen, viele Pfeile. Aber wir zerlegen das Ding hier mal. Schuppen. Leder. Ein Level 24. Aber Kobalt habe ich bisher noch gar nicht gefunden. Ja, es waren vier Steinchen. Man kann es ja aufschreiben, aber. Lohnt jetzt auch nicht, deswegen hier jetzt auf diese Gruppen machen. Ich würde sagen, wir suchen weiter. Ich suche erstmal meine Leiche. Das ist eine gute Idee. Heißt aber auch, hier rennt irgendwo noch ein Krokodil rum. Mit ganz vielen Pfeilen drin. Das war bloß Level 3, aber irgendwie, ich wollte nicht sterben. Ich sehe von hier aus das Schiff. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich sehe meinen Totenschädel und dich sehe ich auch dort leuchten. Okay.
Katze hat meine Leiche gefressen. Ja, tun sie immer. Oder? Nee, doch nicht. Oh, es ist tot. Ach, das war das, was ich getötet habe. Mhm. Ach nee, das war ein anderes. Okay. Das hat sich anscheinend auch mit den Elefanten angelegt. Ja, das ist ziemlich blöd. Leg dich niemals mit dem Elefanten an. Elefanten gehen durch dich wie eine Tür. Das ist... So, wir haben jetzt aber... Achso, hier, den musst du mir mal sagen, was das ist. Cilantro. Das ist wie Brokkoli. Koriander. Ah, das ist cool. Was habe ich jetzt hier alles eingesammelt? 111 Keratonit und 114 Leder. Das ist okay. Sechs Leder mehr. Oh, Zucker. Hey, die Insel wird besser. Ich meine, wenn man direkt da wohnt, ist es ja auch nicht so schlimm, wenn nicht so viel Metall drauf ist. Dann kann man ja immer wieder sammeln gehen. Also, pack hier nochmal Zucker ein und dann, das hier ist auf jeden Fall ein Kandidat. Definitiver Kandidat, weil hier gibt es nämlich auch Elefanten und nebenan gibt es Bären im nächsten Sektor. Also das ist schon mal hervorragend hier, das Zucker. Dann gucken wir uns die anderen Inseln in dem Sektor mal an. Vielleicht finden wir dann irgendwas. Ich bin überladen, ich habe zu viel Zucker gesammelt. Mist. Das brauchen wir jetzt auch gar nicht. Mitnehmen. Okay, dann schleiche ich mal kurz zurück zum Schiff. Das hier ist auf jeden Fall ein Kandidat, den wir mit bedenken können. Aufgestiegen, ich gehe nochmal auf Fortitude. Ich will hier mindestens die 50 erreichen. Hat Gründe. So, Large Speedsail. Yay, wir haben's. Das heißt, die nächsten 8 Punkte könnten in eine Brigantine gehen. Und hier unten kann man noch die Galeone erforschen. Aber das hat Zeit. So, das heißt, wir können jetzt jederzeit ordentliche Schiffe bauen. Ich denke, wir fangen auch gleich mit der Brigantine an. Mal schauen. Wichtig ist nur, dass man am Anfang Bären sammelt, Bären zähmt und Giraffen sowie Elefanten. So die wichtigsten. Damit kann man dann nämlich sehr viel Holz in kurzer Zeit und Fasern und Stroh und so weiter sammeln und das ist sehr angenehm. So ein bisschen Metall hast du dabei? Ja, hier ist noch ein bisschen. Vielleicht kann ich noch was tragen. Okay. Also die Insel hier unten ist echt sehr gut schon. Kriegt mehr Metall und ich wäre total glücklich. So, ich gehe mal zurück zum Schiff. Lad mal alles aus, dann müsste das Schiff auch schon voll sein. Irgendwie seltsam, wenn man noch kein Zuhause hat. Man kann natürlich auch komplett mobiles zu Hause, bin aber wehe das Schiff. Dann passt da nicht so viel drauf auf so. Vorhin habe ich irgendwo das Schiff gesehen, das müsste hier hinter dem Elefanten sein. Das hier müsste Metall sein. Hier habe ich noch gar nicht gesehen. Überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, hellgrau. Hier, guck. Hellgrau. Meine, wenn wir schon langsam sind, ne? Ja, das ist noch. Kann ich nicht so viel tragen. Jetzt bin ich richtig lang.
Wie weit ist das Schiff entfernt? Das ist auf der anderen Seite. Nein! Magst du mich hier abholen? Nö. Oh. Gar nicht. Ach Gott. Immer noch nicht besser. Ich will das gute Zeug nicht wegwerfen. Mach ein bisschen Metall weg. Brauchen wir sowieso noch nicht so viel. Ich trenne mich so ungern von Metall. Wir gehen Neues sammeln. Bestimmt. Massig. Jetzt wollen wir noch langsam, aber nicht mehr ganz lang. So, vorbei am Elefanten. Was ist denn das schon wieder? So, ein Krokodil? Warte auf mich, dann machen wir es gemeinsam. Ich kann auf dich nicht warten, es frisst mich. Das ist sehr viel schneller als er. Nicht, wenn man überladen ist. Gut. Da gibt's Ausnahmen. Und ein gebrochenes Bein hat. Wo bist du? Ja, auf dem Weg zum Tod. Level 1. Okay, das heißt, hier vor mir taucht das gleich ein Krokodil auf? Mhm, zwei. Wie zwei? Na, das sind zwei Krokodile. Ich will keine hat zwei. Mich verfolgt. Ja, das kannst du dir nicht aussuchen, vielleicht. Ah, da vorne sehe ich eins. Ich weiß doch nicht, ob du mehr Schaden machst, weil du Bogen geskillt hast. Ich tue denen ja fast gar nichts. Gute Frage. Weiß ich nicht. Aber wieso sehe ich nur eines? Fällt mir nicht. Eins war weiter vorne, Level 3 oder so auch bloß, und das andere Level 1 hat mich ja dann ein Stück weit verfolgt. Können wir noch Pfeile bauen? Okay. Aber jetzt muss man den Krokodil lassen. Er hat sich seine Beute wirklich gut ausgesucht. Knirschte wahrscheinlich beim Kauen, aber. Ja, er hat jetzt auch garantiert keinen einzigen Zahn mehr im Maul. So viel Metall dabei. Ich kein Flint mehr. Oh, da ist dann Level 1 Krokodil. Das ist aber wirklich giftig. Aber du spannst schon den Bogen, oder? Ja, ist schon klar, man kann ja nicht schießen. Nee, ich schmeiß die Pfeile alle so hin. Okay, ich glaube, das war das Kimi-Krokodil. Wenn ich Teile von dir finde, gebe ich sie dir wieder. Kannst du behalten. Okay. Oh nein, geh weg. Oh oh. Hier ist noch ein Krokodil. An meiner Leiche. In der Nähe. Das, was da gerade landeinwärts läuft, ja. Mach ich gleich weg. Wenn ich nicht so überladen wäre. Du bist so überladen. So viel Zucker braucht man nicht. Drop. Steine brauchen wir nicht. Drop. Holz brauchen wir gerade auch nicht. Drop. Gutes Fleisch, das behalten wir mal. Ah.
Okay, ich kann mich wieder ein bisschen bewegen. Du findest die Dinge natürlich immer auf dem Rückweg, ne? Ja. Okay, ich hätte vorher meinen Bogen vielleicht reparieren sollen. Ja. Ich glaube nämlich nicht, dass der noch weitere 6 Pfeile aushält. Gleiche gilt übrigens auch für meine Axt. Meine Spitzhacke. Und meine Spitzhacke. Und hier fehlen mir Flint und Stone. Ich höre hier etwas. Ich brauche noch Flint und Stone, Moment. Ach, das hat das schon behakt. Ja, ich glaube, es hat ein Level Up dank mir. Ja, es ist jetzt Level 2. Okay, jetzt machen wir uns, also ich repariere erstmal und dann machen wir uns noch ein paar Pfeile. Und dann bin ich auch nicht mehr krass überladen. Weil ich den ganzen Kram hier verbrauche und. Wir haben wieder etwas Munition. Komm her. Bleib doch hier! Ja, von dir holt's natürlich ab. Ich komm zu fressen. Also wird Gutes. So, dann mach das Ding mal klein. So, und das Schiff ist genau südlich von uns. Nein, Fotomodus geht weg. Mir ist aus dem Fotomodus wieder raus, jetzt hab ich den Quatsch. Sag Cheese. Ich weiß nicht, wie das weggeht. Irgendwie war es dann einfach weg. Okay, ich kann also nicht gerade auf den Kompass gucken, weil dann sich der Fotomodus aktiviert. Ich habe keine Ahnung, wie man den wegkriegt. Mach einfach mal M. Passiert nichts. Okay. Geht automatisch in den Fotomodus. Hat sie was von Steuerung M gesagt? Geht aber nicht. Okay. Da habe ich ein Foto geschossen. Toll. Ah! Typisch Touristen. Typisch Touristen. Ah, ich schwimme einfach mal zu Ende. Langsam. Was kann ich hier noch abwerfen? Was macht denn hier keinen Sinn? Nein, ich will nichts abwerfen, das ist alles wirklich. So viel Kristall braucht man. Kristall ist zwar wichtig, aber nicht so wichtig. Zum Beispiel für Laternen braucht man. So, im Wasser bin ich wenigstens einigermaßen schnell. Und ich hoffe, es kommt kein Hai vorbei. Hält mich für eine gesunde Beute.
So, also die Insel ist schon mal nicht mal ganz schlecht. Mal gucken, was wir noch bei den anderen hier in dem Sektor finden. Weil so eine Heimat will ja... Au. So eine Heimat will ja gut überlegt sein. Ich beiß deinen Mantarochen. Ja, sowas passiert. Ist aber nicht schön. So ein Krokodil auch nicht. Zwei von denen, ist ja schön. Oh. Respawn. Na, warum war das mit mir passiert? Ach, Mensch. Natürlich kommen ausgerechnet jetzt zwei Mantarochen. Es ist so typisch. Aber hey, ich kann meinen Kompass wieder benutzen. Ja, wir können uns da noch nicht ordentlich verteidigen. Wir haben weder ein Degen noch ein Speergerät. Damit würde das fantastisch funktionieren, aber so weit sind wir noch nicht. Aber hey, wir haben die ganze Nacht hinter uns gebracht. Ich wollte schon sagen, ohne drauf zu gehen, aber dem war nicht so. Lieg ich hier oder liegt was liegt hier? Nee, das war also, ich nicht. Ich lebe, also lieg ich nicht da. Oh, der Manta ist immer noch da. Geh weg. Blöder Fisch. Kommt das Vieh schon wieder? Aber diesmal piekst dich zurück, du. Hey, Level up. Und dann noch einer. Au. Nein, mein Speer ist gebrochen. Ich mag fremde Inseln. Total. Wenn man sich nicht wehren kann gegen Fische. Meinen Kollegen habe ich erstochen. Jetzt habe ich keinen Speer mehr. Was braucht man für einen Speer? Ich habe noch welche. Wenn du herkommst, dann. Ja. Ich sehe aber auch den zweiten Rochen gerade gar nicht. Er war hier direkt an meiner Leiche, direkt vorne. Dann ist er scheinbar tot, weil da liegt ein Toter. Das war der andere. Den werde ich jetzt auch noch zerteilen. Dann werde ich ihn im Feuerchen braten. Einfach, weil ich es kann. Und dann werde ich sein Fleisch über Bord werfen. Weil ich es kann. Natürlich ist der andere jetzt weg, ne? Er hat ja auch ordentlich auf den Deckel gekriegt, aber es hat nicht gereicht. Dann kann ich die nicht mitnehmen. So, okay, dann mal auf zum Schiff. Zieh mich derweil nochmal an.
Pack den Bogen wieder rein. Dann nichts. Also die ist schon mal nicht mal schlecht, auch wenn ich jetzt zweimal hier gestorben bin. Bin gespannt, was wir hier auf den anderen Inseln sehen. Die sind meistens ähnlich. Vielleicht haben wir eine andere Insel, wo alles ein bisschen zentraler liegt. Das wäre ziemlich cool. Und dann beanspruchen wir unsere Insel. Das allererste. Aber Kobalt wird das nie finden. Mich immer noch nicht wie die kleinen Steine im Hellen aus. Wenn einer vor dir liegt, sieht man es schon. Kann durchaus sein, dass ich an drei oder vier vorbeigelaufen bin. Aber das war ein Schokoriegel, an dem ich gerade vorbeigeschwommen bin. Mit Sicherheit. Das Schiff ist zu schwer. Too many crew. Wo ist meine Katze? Ach so, die Mützen. Okay, aber viel passt auch nicht mehr rein. Nee, oh Gott, das Schiff ist ja völlig überladen. Ja. Jetzt sag ich ja, können die nicht sowas mitnehmen, großartig. Geh wieder runter. Irgendwie auf einer Sandbank fest. Schiff rührt sich keinen Millimeter. Muss man hier irgendwie raufgekommen sein? Naja, da war man aber auch noch ein bisschen leichter. Ah, jetzt geht's. Ist das voll. Ich sehe schon, mit dem Schiff kommen wir hier nicht weit. Aber wir haben jetzt erstmal das Wichtigste an Bord. Das Schiff auch nicht auf dem Schiff. Brauche ich das. Und ich soll dann auf Nahkampfwaffen gehen, oder? Mach erstmal 10, das ist das Wichtigste. Also, okay, keine Ahnung. So, ich brauche jetzt noch ein Level, um Brigantinen bauen zu können. Ich denke, wir werden dann auch mit der Brigantine direkt anfangen, weil das ist das sinnvollste Schiff für den Anfang. Das ist das vorletzt große. Es gibt vier Schiffsklassen. Es gibt die kleine hier, die Taluppe, die Sloop, die wir hier fahren. Und dann gibt es den Schoner, der ist eigentlich schon ziemlich cool. Oder gibt es die Brigantine, da passt halt wirklich echt viel rein. Das Ding ist relativ schnell und nicht ganz so schnell wie der Schoner. Und zum Schluss gibt es die Galeone, die ist einfach zu groß. So, ich werde jetzt meine Punkte erstmal in Schiffbau
einsetzen, die letzten Punkte, und dann geht's auch schon mit der Schiffsartillerie weiter. Weil ich werde garantiert hier nicht nochmal ohne Kanonen durch die Gegend fahren. Das ist zu gefährlich. So, wo ist denn jetzt die nächste Insel? Über uns. Zwei Stück. Fahr mal direkt nach Norden. Wenn das Schiff jetzt nicht komplett überladen wäre, würde das sogar einfacher gehen, aber naja. So. Eine richtig große müsste auf jeden Fall auch irgendwo sein. Müsste die oben rechts sein? Im Osten. Genau. Mittig. Wir haben auf dem Schiff hier 104 Steine und 300 Metall. Ist klar, dass das Ding völlig überladen ist. Ja, das brauchen wir auch nicht. Wie extrem viel Fleisch. Das Fleisch schmeiße ich von Bord. Weil das brauchen wir nicht. Da finden wir noch genug. So, auf geht's zur nächsten Insel. Und wenn die... Naja, sind zwei Inseln. Wenn die gut sind, werden wir vielleicht da bleiben. Wenn die nicht gut sind, gehen wir vielleicht zurück. Dann suchen wir uns hier auf der Insel eine hübsche Bucht. Weil die Insel hier ist im Norden relativ gut geeignet, dass man anlegen kann. Ja, da bei dem großen Busch hier, direkt im Norden, da ist es fast am Wasser dran. Das ist perfekt. Kann man genau anlegen. Super. Und es sind nicht sonderlich viele Steine drauf. Aber mal gucken, was die anderen Inseln hier noch... Ja. Aber das erfahren wir wahrscheinlich erst in der nächsten. So, dann macht's gut, bleibt heile und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.